Continue. Chapter 1. Mission 1. Strike Force Lightning. EDF Operations here. I will be your acting operational liaison. As you know, Earth is under attack by a force composed of alien entities and what appear to be genetically manipulated terrestrial insects. Ravagers. An apt name, as they are currently ravaging cities around the globe. A particularly large ravager has been reported in a residential area of New Detroit. Your mission is to locate and eliminate it. A new player has joined. Ey, das war die Stimme von Star Wars Battlefront. I don't know. Op 4 is composed of massively large insectoid creatures as well as robotics. The good news is, our weapons seem effective against the ant-like insectoids. Robots are tougher, and we're seeing more and more of them. The Ravagers have been hitting us hard, but we're holding ground where we can. They've been erecting some type of shield walls that have made things very difficult. They can get to them. We can't. So, nachdem ja die Schlampe endlich fertig ist mit dem Reden, herzlich willkommen! Nachdem wir halt ein paar Mal zwischengeredet haben, aber who cares? Herzlich willkommen bei Online Game Masters bei einem neuen Projekt, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls. Und zwar Earth Defense Force. Armageddon. Wir wollen ja nicht spoilern, worum es in dem Spiel geht, ne? Und ich bin nicht alleine, denn wir haben einen. Ein verlorener Sohn ist zurückgekehrt. Hallo! Für dieses Projekt. Und zwar der unglaublich männliche. Hallo! Tino! Hi! Der Todesfang. Dürfte den einen oder anderen vielleicht noch als Todesfang bekannt vorkommen. Der Todesfang, der als Todesfang bekannt vorkommt, ja. Very nice. Kann doch am Waffen ausrüsten hier. Weiß noch nicht, ob ich hab gar nicht so viel. Ja, ich hab auch nicht viel. Ich hab so gut wie gar nichts. Gucke gerade danach, was am meisten Damage macht. Haben wir eigentlich Bots bei uns oder sind nur wir beide jetzt da? Ich glaube, wir haben Bots bei uns. Gut, okay. Nein, ich will nicht quitten. So. Okay, also ich bin soweit. I think I'm ready to. Okay, dann. Readi. Woo! Ach, Gangschiff-Mission. Gangschiff-Mission. Oh mein Gott, das sind ja riesige Ameisen. What is this madness? Ich bin auf Strom. Ja, Earth Defense Force, ein wunderschönes Spiel, wie man sehen kann. Nichts für Leute, die was gegen Insekten haben. Auch total anspruchsvoll. Oh ja. Also jetzt ernsthaft, an manchen Stellen. So ist das ganze Spiel, also ihr werdet jetzt 3 Stunden lang diese Szene hier sehen. Genau, es ist ein Rail-Shooter. Also, Gunship-Mission, nur. Und hier, Battlefield, eat this. Hier kann man ganze Gebäude komplett kaputt machen. Wow, okay, das Ding bewegt sich. Wie realistisch das aussieht, wenn die kaputt gehen durch ein Maschinengewehr. Ja, die lösen sich einfach auf. Es geht hier um Insekten, die Aliens, die mit Insekten die Erde angreifen. Wow! Den hab ich. Black Hawk down! Black Hawk down! Ich hoffe, das war nicht ich. Multi Bird down! Also, das war's von Multi Bird Guard, hast recht. Boah, mir fängt es jetzt schon echt an, hier eiskalt den Rücken runter zu laufen. Und ich kann euch garantieren, es wird noch schlimmer. Und noch widerlicher und schrecklicher. Also, ihr werdet uns noch ein paar Mal schreien hören. Oh. Oh, da haben wir rausgeschmissen, EDF! Genau. Ja, also, das ist quasi wie, ah Gott! Serious Sam, nur nicht so serious. Und ohne Sam. Achso, die sowas sprinten, genau. Also, das Spiel heißt, Earth Defense Force Insect Armageddon. Alter, wie oft muss ich denn noch nachladen hier? Ja, das kann oft passieren. Sehr oft. Alter, das passiert ja fast alle paar Sekunden. Auf was spielen wir nochmal? Auf hart. Auf hart. Du wolltest es so. Ich wüsste, dass das so auf hart ist. Ja, du kennst das Spiel doch. Oh Gott, ich schieße eine Rakete auf den, das macht die überhaupt nichts. Ich hab dir gerade hier, was weiß ich, wie viele Headshots verpasst. Hui. Ah, ich höre das ab. Ich bin Dickschädel. Nicht du, denen. So. Ich denen. What the fuck? Wer bist du? Old Man. Achso, okay. Das wird wahrscheinlich unser Buddy, unser NPC-Buddy sein.
Old Man, ja, die kennen wir doch. Hatten wir nicht drei davon gehabt? Zwei oder so? Es war nochmal. Es war nur quasi immer ein Dreier-Team insgesamt, das quasi, wenn einer zu wenig ist. Das war missionsbedingt. Gott, Alter! Bist du schon mal gestorben bis jetzt? Nein! Das ist auch gut so. Wie kann man ausweichen? Weißt du das? SDRG. Okay, gut. Wow! Das war ein Auto. Wir kommen langsam an den Dead End an hier in Towns. Ich glaube, wir fallen auch in die falsche Richtung. Wir waren gleich nach vorne und nicht mehr. Gut, dann war die Raketenwerfer. Vielleicht wieder der was. Da war ja irgendwas mit Tower oder sowas. Kannst du nicht bauen? Nee, ich bin ein normaler Trooper im Moment. Ich kann mir sonst nichts leisten. Hab noch nichts angelockt. Oh, da vorne ist was zum Sammeln. HP. Wo ist ihr, Dude? Ja, ich hab nämlich noch. Du bist der Old Man. Scheiße. Oh. Jetzt habe ich jetzt wieder ein bisschen HP. Und das ist auch schon wieder weg. Ach, da bist du. Ich komme. Muss ich erst mal gucken, wie ich dir die ganzen Punkte hier durchkämpfen. V, Punkt, 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 Punkt. Deine Gesundheit sieht nicht gerade so... Oh Gott! Oh, what the... Ich bin down! Oh mein Gott! Lass mich zurück! Lauf! Ah! Ich hab wieder volle HP, das war voll gut. Ich werde aber nicht sterben, nur weil ich volle HP kriege. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Kostet das ruhig. Da vorne ist HP, da vorne ist HP bei mir. Hol's dir. Ich hab da zweimal HP. Ja. Aber das hat aber nicht viel geholfen. Dann holt das andere auch noch. Hinter dir! Spring! Spring, Panik, kreischen, Mädchen. Wow. Ah! Wow! Ich hab Angst. Also mein Geschütz ist nur Deko, nur mal so nebenbei. Das macht wirklich überhaupt keinen Damage. Okay. Wie viel Leben hast du? Ich hab voll. Was ist mit Oldman? Wo ist er? Ja. Also Oldman ist sowieso voll. Musste man echt alles die Klassen freischalten? Ich glaube ja. Ja, scheiße. Oh, scheiße, jetzt habe ich den Reload-Dings verpasst. Damit schneller reloaden. Was müssen wir jetzt machen? Was, das gibt ein schnelleres Reload? Ja, wenn du in der Mitte dann, in der Mitte auf den Balken R drückst. Okay, cool, gut zu wissen. Habe ich auch eben erst rausgefunden. Ist ähnlich wie bei Star Wars Battlefront. Oh, scheiße, wieder verkackt. So viele Referenzen zu Star Wars Battlefront. Ja. Was? Blast Radius? Was? Ja, wir machen hier Black Hawk Down-mäßig, lang, weil das Ding jetzt in die Luft hat, abgestürzt ist. Wir dürfen den Ameisen keine Informationen über unser Movement! Oh Gott! Ich glaube, das nächste ist nämlich auch nicht. Wow! Eine Shotgun! Weil Oldman scheint irgendwie gut Damage zu machen. Alter, ich sehe gerade nichts, weil hier gerade ein Gebäude gecrashed ist. Wow! IDF! Defense Force! Defense Force! Da, fuck, voll in die Rotze reingerannt. Meine Arme essen soll. Wow, und das nächste Gebäude macht einen Abgang. Schieß drauf, schieß drauf! Haben wir das immer noch nicht berechtigt hier, den Bereich? Nein? Weiß ich nicht. Was hast du da im Geschütz? Okay. I quit. Wow, was war das? Und wo? Und wo? Was denn? Ich mach die Gebäude nur kaputt, damit ich ein bisschen mehr sehen kann. Gefällt mir nicht, dass hier so ruhig ist. Ja, mir auch nicht. Vor allem so lange so ruhig. Ist hier noch jemand machen hier? Ich glaube, es gibt keine Minuspunkte. Weg hier! Sir, yes, sir! Wäre nicht schlecht, wenn man die Selbstverstärkung erstmal aktiviert, ne?
Okay. Enemies! Ja, oh Gott! Hinter dir! Hinter dir! Schütz, opfer dich! Du schützt dein Meister! Au! Oh Alter. Gott! Oh Gott! Gefällt das nicht, das artet aus. Ein bisschen. Hat das geleitet quickly. Und man hatte mich. Auch wenn ich für mich, ich bin wichtig. Das stimmt sogar, weil du ein Spieler bist. Keine verfickte AI. Ja, ich glaube, Ultman hat schon. Wow, schon mal getan. Alter, der will einfach nicht sterben, das Ding. Schieß auf den Kopf. Hau ihm auf die Nase. Das ist aber nett. Oh Gott, nein. Die kommen alle rausgestürmt aus diesem verdammten Ding. Aha. Du hast erstes das Ding kaputt machen, dass es zu ist, und dann kann man da eine Bombe legen oder so, ne? Genau. Okay, ich schieße schon mal Raketen drauf, vielleicht bringt das was. Ich glaube schon mal, dass es so gewesen ist. Geh du hin und mach die Zing, während ich der Deckung gebe und in Sicherheit bin. Und er fliegt. Nice. Woo! Nice one. Das ist mir ein scheißegal, die kommen aus dem Boden jetzt gekrochen. Ja, super. Oh Gott, wenn immer mehr. Sag ich doch, das ist scheißegal, die kommen aus dem Boden raus. That's how do like kidnap it? Oh god, oh god, oh god! Ah! Lauf! Die spucken auf mich! Besser als wenn sie auf die scheißen würden. Oh, sorry, old man! Die schreien aber wendig. Unter die Heilung, unter die Heilung! Ah! Also, ich wollte schon auf Geschütz schießen. Ah. Ja, dann geht schon weiter, ey. Oh Gott! Schieß mir auf den Hintern! Und der die Heilung da hinten! Ah! Er muss sich ausweichen. Nee. Und die beiden Medikits. Ich hab volle HP. Ich bin besser als du. Nur bist du Stufe 1, wo haben wir Rücksicht auf dich genommen? Die können wir doch nicht umringen. Dafür, dass ich der Erste gewesen bin, der down ist, bin ich momentan der am. Wo er am meisten Gesundheit hat. Ich höre sie doch schon von irgendwo. Wow, pass auf, wo du drauf schießt, Junge. Oh, Kollegen! EDF! EDF! Ich habe das Gefühl, die sterben gleich. Nein, not on my duty. Wow! Wir brauchen ein bisschen mehr Ausblick, würde ich dir sagen. Ich würde sagen, wir sehen, was der Gegner kommt. You got company! Oh, yep. Gott, sie sind da. Also ein, zwei Häuser könnten wir ruhig noch abreißen in der Richtung. Oh Gott.
Okay, es wird Zeit, dass du auch dein Taktik kriegst. Wir brauchen ein zweites Geschütz, definitiv. Oh, Scheiße! Oh Gott! Ich glaub, die Typen sind schon tot. Hat ja lang gehalten, ey. Nee, ich seh noch ein, zwei. Etwas seh ich noch. Ich weiß, was aber voll geil wäre. Dieses Spielprinzip mit dem Starship Troopers Lizenz. Oh Gott. Das wäre doch voll geil. Gibt doch ein Starship Troopers Game, oder nicht? Ja, ich glaube aber, das soll nicht so gut sein. Ich hatte mal das Spiel, aber es ist nie gelaufen und laufen weg. Also man hat irgendwelche Probleme gehabt. Okay. Was wird das für ein Raketenwerfer? Ist das deiner gewesen? Ich habe keinen abgefeuert gerade. Ah, da vorne ist wieder ein Ameisenbau, oder was? Okay, Ops, we copy. Oh Gott, die kommen von links und rechts von den Gebäuden da. Ah, super. Oh Gott. So, Kameraden, in Ruhe, die können wir doch gebrauchen. Höchstens als Ablenkung. Nein, ich doch. Boah. Alter. Wenn du hier stehen bleibst, bist du tot. Yep. Wir können nur vom Glück reden, dass die hässlichen Viecher so groß sind, damit wir die auch in Bewegung treffen. Ich renne nach vorne und abfahre mich. Mal gucken, ob es funktioniert, weil die gehen nämlich gerade alle auf euch los. Yep. Hat man nicht irgendwo Granaten gehabt? Weißt du davon irgendwas? Keine Ahnung. Bombe ist platziert. Yeah, nice. Ob das da funktioniert, als ich nicht gedacht habe. Guck mal, wie sie jetzt auf einmal down gehen alle. Ich weiß, wir sollen die Stadt beschützen, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Sichtfeld. Ja, das Problem ist ja, lohnt sich dieser ganze Krieg dafür, dass wir nach der Invasion so ungefähr von 9 Milliarden Menschen auf 8 Milliarden Obdachlose haben? Ja. Puh, weiter geht's. Hey Leute, wir gehen unterwegs. Die wollen auch sprinten, ach so, ja. Auf Schiff. Ich hab noch Bock auf eine Runde Basketball. Ups. Und Dunking, Junge! Ups. Leben! Jetzt kommt irgendwas Großes. Ja, ich hab ein ungutes Gefühl dafür, was hier. Hinter uns!